Willkommen zurück, Digimon-Freunde, zu Digimon World Next Order. Ich breche jetzt auf in die Wüste. Ah nein, erst zum Vulkan. Erst zum Vulkan, genau. Denn dort werden wir die beiden königlichen Ritter, Omegamon und Alphamon, antreffen. Und dann auch, beziehungsweise man sieht sie sogar von hier. Ja gut. Ja. Da brauchen wir auf jeden Fall eine Echse, glaube ich. Also ich werde es ohne versuchen, weil ich mir die ganz gerne aufsparen würde. Wir wissen ja nicht, was noch passiert. Aber ich weiß eben nicht, ob wir es brauchen oder nicht. Jetzt komme ich von hinten, das ist natürlich ein bisschen doof. Du bist also Takuto. Nur jemand, der die Welt gerettet hat, kann so aussehen wie du. Zeige Omnimon deine Macht, ihm, der über das Ende herrscht. Und Alphamon, der über den Anfang herrscht. Okay. Why not? Oh, verdammt. Die sind Level 65. Ich dachte, die wären halt so wie die anderen auch. Die sind zu stark. Das wird nicht gelingen. Ich kann gar nicht so schnell heilen, wie die mich angreifen. Ich versuche mal nur mit Hagaromon zu heilen. Bei Alphamon ist es sowieso schon vorbei. Dann soll er halt besiegt werden, dann gebe ich ihm einen super Regenerationsdisk. Das ist einfacher. Das war ganz cool, wenn ich die ganze Zeit heilen kann. Das Problem ist, oh Gott, schon wieder. Das Problem ist nur, wenn ich heile, kriege ich keine Gefühlskraft oder nicht so viel. Beide sind besiegt, aber ich gebe nicht ab. Das zählte nicht mehr. Verdammt, dann habe ich zwei Discs verschwendet. Please, wake up. Na okay. Das war meine zweite Hoffnung, aber darauf will ich nicht vertrauen. Ich weiß nicht, ob das immer passiert, wenn man zu Echse fähig ist oder nur ab und zu. Bisher haben wir eine ganz gute Quote. Aber ob das reicht, um die zu besiegen, denn die sind echt stark. Okay. Level 65 ist natürlich auch krass von denen, ey. Oh Gott. Hohohoho. Sind wir tot? Nee, aber es hat schon viel Schaden gemacht. Ich benutze sogar meine Ja, noch nicht. Jetzt einfach so viel. War das eine mittlere Heilungsdisk? Natürlich Quatsch. Ne, es war eine große. Aber ich will ihm schon sagen, dass er auf Alphamon gehen soll, weil Alphamon eben schon deutlich geschwächter ist. Ja, toll. Der Meteor ist mega stark. Ich darf nicht schon wieder verlieren.
Ja, dann los. Boah, ist das ein harter Kampf. Aber es war auch klar gegen die beiden. Und ich dachte, Daftman war auch nicht so stark. Da werden die auch nicht so krass sein. Sind sie aber, auf jeden Fall. Oh nein, ich wollte abwehren. Die haben wahrscheinlich auch beide an, oder? Nein, tun sie nicht. Ah, ich habe keine Besitzkräfte abzuwehren. Ha, super. Aber jetzt habe ich Befehlskraft. Und der eine wollte gerade angreifen. Oder? Doch nicht? Was passiert, wenn ich so eine einfach so einsetze? Halt die dann einfach die 20.000 TP? Ich versuch's mal mit der hier. Ja, doch die halt. Okay. Ja, weil wenn ich mich dann so hier dem Oh, Moment mal. Muss ich aber aufpassen. Jetzt kriege ich mich doch sehr viel Schaden. Ich muss es einsetzen, auch wenn es Verschwendung ist. Einfach mal das gleiche Sieg. Danach wird es einfacher, wenn ich nur noch gegen einen von denen kämpfen muss. Oh, ich wollte... Na, verdammt. Das ist so ein übler Kampf. Ich gehe nochmal auf die Super-Regenerationsdisk. Ich weiß, dass ich von Source Remon bekomme, wenn ich sie brauche, dann kann ich da einfach gegen das Vieh kämpfen, mehrmals. Und dann ist gut. Und ist das Omega Mon ist viel stärker als das Alpha Mon. Ach, ich bin ja nicht verwirrt, weil hier beide. Weil hier zwei Omega Mon sind. Aber Alpha Mon ist besiegt, sehe ich gerade, habe ich gar nicht gemerkt. Okay. Ah ja, da will es schon wieder. So eine Attacke einsetzen, ich wehr ab. Jetzt haben wir so lange hier schon mit der Echse gekämpft, dass wir das Main-Theme nochmal hören, von vorne. Kann ich hier noch irgendwas einsetzen? Mach das hier mal. Hört die Reichweite, ist ja auch ganz gut. Und vielleicht müssen wir aus der Entfernung kämpfen. Verdammt, ich hätte es abwehren können. Ah, das tut weh. Ob ich wohl irgendwann meine Befehlskraft so hoch habe, dass ich hier nochmal Spezialattacke einsetzen kann. Wir gehen auch manchmal die Haltest raus. Also die Halt habe ich schon ausgegeben. Gut, dass ich davor noch aufgestockt habe. Ich glaube, es wird wieder. Naja. Okay. Das hat auch einfach noch alle seine MP. Das hat noch gar keine MP aufgebraucht. Unglaublich. So ein bisschen schon, aber das hat fast noch alles. Also wie bei Justimon kann ich das hier nicht machen. Wir machen aber auch gerade ganz guten Schaden. Oh, wie oft macht es denn seine Spezialattacke? Oh, verdammt. Das ist halt mega stark. Das... Muss ich eigentlich abwehren? Genauso wie den Meteoriteneinschlag, den muss ich eigentlich auch abwehren, weil der zu stark ist. Ich glaube, da kommt wieder was. Ja, ja, da kommt jetzt was. Übler Kampf, übler Kampf.
Oh. Ich meine, es ist besiegt. Puh. Ja, das war heftig. Und wir haben einen strahlenden Stern erlernt. Okay. Lohnt sich bestimmt. Hervorragend. Wir hoffen, dass diese Macht ein neues Abenteuer hervorbringt. Der Tag wird kommen, wenn unsere Macht gebraucht wird. Und dann zögere nicht, uns zu rufen. Ich kann den Moment bereits sehen, in dem wir uns zusammenschließen. Okay. Also die beiden sind jetzt bei uns. Ich schleiche mich jetzt hier runter. Ich habe ein bisschen Angst, denn wir haben keine TP mehr, aber das regeneriert sich ja alles, wenn wir Schritte laufen. Und dann gehen wir jetzt durch die Wüste zurück. Oder, naja, nicht zurück, aber wir gehen halt durch die Wüste, bis wir da irgendwen treffen, den wir rekrutieren können oder nicht. Seraphimon geht noch nicht, das Restaurant ist noch nicht ausgebaut. Ich glaube, ich brauche auch Stufe 4, das ist, glaube ich, die höchste Stufe für die Gebäude. Und ich glaube, ich baue es gerade nur auf Stufe 3 aus. Das heißt, Seraphimon geht dann wahrscheinlich immer noch nicht. Aber wir wissen ja, wo es ist. Es ist einfach aufzusuchen, gar kein Problem für uns. Dann ist das alles in Ordnung. So. Zur Heiligen Halle. Ist hier denn jemand? Ich denke nicht. Nee. Dann gehe ich zum Lärmgewitter und von dort aus gehe ich dann ich weiß nicht, was dann als nächstes kommt. Ich cutte den Weg aber natürlich, denn das ist jetzt doch ein bisschen lang. So, ich bin jetzt in Doppelschritt. Und hier ist zwar das Mega-Kabuterimon blau mit seinen Fallen, die es hier bald hingestellt hat, aber sonst sehe ich hier niemanden. Ein bisschen schade, aber es geht ja noch ein bisschen weiter. Wohin führt das Wetter? Oh, ja, diese Fallen sind so ätzend. Na, ja, kämpfen wir erst noch hier gegen Psychimon oder Psychimon, so wie ich es nenne. Ganz schnell. Wir kriegen ein Klo. Super. Ihr kriegt ein Lob dafür, obwohl ihr euch das dafür nicht verdient. Aber für den Kampf gegen Omegamon und Alphamon, dafür habt ihr euch das verdient. Ja, doch. So. Was ist hier? Achso, hier ist die Oguino-Einöde. Ha! Hier wollte ich noch gar nicht hin, aber ist auch in Ordnung. Denn hier gibt es auf jeden Fall Shine-Greymon. Sonst jemanden? Ich weiß nicht. Ich kann mal eben auf die Karte gucken, dann wissen wir, wo wir hin müssen. Falls hier jemand ist. Ja, die sind aber schon immer da gewesen. Und da oben ist ja Red Vegimon. Den kann man nicht rekrutieren. Diese ganzen Variationen kann man nie rekrutieren. Das haben wir ja schon gesehen bei Yokomon, bei Snow-Argumon, bei den ganzen Toy-Argumon. Das geht halt nicht. Ist aber nicht schlimm. Ich gehe jetzt erstmal in die Höhlen. Gehe ich nicht, oder? Da wird schon niemand sein. Glaube ich nicht. Nee, ich glaube nicht, dass da jemand ist. Ich gehe jetzt erstmal hoch zum Ort, wo Leomon war. Denn dort müsste Shine Greymon sein, hoffe ich. Na, aber wenigstens den mal. Aber ja, hier müssen wir natürlich erst noch kämpfen. Oder nicht? Okay, dann halt nicht. Tyrannomon, hau ab! Aber in die Höhle könnte ich gleich mal eben reingucken und gucken, ob dann da jemand ist oder nicht. Ja. Ah, da ist Shine Greymon. So, will er kämpfen oder will er einfach nur in die Stadt kommen? So, erstmal hier die Steine.
Ah, du bist es. Danke für all deine Hilfe im Kampf gegen die Veggie-Truppe. Das Problem ist, mein Körper hat schwer gelitten, als mir mit diesem Gerät die ganze Solarenergie abgezapft wurde. Doch dank deiner harten Arbeit ist wieder Frieden in der Uguino-Einöde zurückgekehrt. Daher konnte ich endlich unbesorgt meine Wache über die Einöde beenden und mich vom Sonnenlicht heilen lassen. Bitte lass mich dir noch einmal danken. Nun ziehe ich zur Stadt, um dir meine Stärke zu leihen. Merci beaucoup. Hey. Oh, und wir haben eine Mail. Das heißt, ich sollte auch ins Hauptmenü gehen und nicht ins Thema-Menü. Okay. Er geht in die Stadt. Mehr wollte er uns nicht sagen. Warum er uns dafür nochmal eine Mail schickt, weiß ich nicht. Ist aber so. Dann gehe ich mal eben kurz in die eine Höhle. Und wenn da nichts ist, gehe ich noch zum Rosenpalast. Von dort könnte ich dann noch ins noch ein Resort oder nach Defekt Ex Machina gehen. Aber das würde ich aufsparen für den für irgendeinen späteren Part. Denn ich will eigentlich noch die Wüste zu Ende machen. Da müssen wir auf jeden Fall noch zum Serverturm. Da könnte nämlich was sein. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber da will ich auf jeden Fall vorbeigucken. Ich werfe jetzt einen Blick kurz in die Höhle. Mann, hier ist niemand. Okay. Dann sehen wir uns jetzt gleich beim Rosenpalast wieder. Hier ist ein riesiges Red Vegemon. Ich glaube, das besiege ich noch eben. Watch carefully. Are you okay? Das ist nämlich keine Herausforderung, aber es gibt bestimmt irgendwie coole Items oder so. Mal gucken. Ganz einfacher Kampf. Ja, ein Angriffs-Plugin X, das ist in Ordnung. Und 6000 wird das auch in Ordnung für den Kampf. Ja. Da müssen wir jetzt gucken. Ich weiß nicht, ob beim Palast noch jemand ist. Ich wüsste nicht wer, aber es könnte ja immer ein königlicher Ritter oder ein Dämonenlord da sein. Wobei ich wüsste nicht, welcher hier sein sollte. Bei Kapmut ist vielleicht Leviathanmon. Mal gucken. Aber erstmal sehen wir, was hier ist. Oder was nicht hier ist. Leere. Viel Leere. Na gut. Geht trotzdem ins Generatorgefängnis und in den Palast. Das will ich jetzt schon wissen. So. Aber das war ja immer so ein Gebiet, das mochte ich überhaupt nicht, weil ich hier nie Fortschritt erzielt habe. Bin ganz froh, dass ich auch nicht mehr zurück muss. Irgendwie ist das auch alles ein bisschen creepy hier. Keine Ahnung. Ich denke, beim Generatorgefängnis ist niemand. Denn wer sollte da schon sein? Also, Shine Grimmon ist ja nicht mehr dort. Aber angegriffen werde ich trotzdem, alles klar. Wieso greife ich das überhaupt an? Sind die verrückt? Ich bin da viel zu stark für die. Ach du Scheiße. Wobei, die sind schon auf hohen Stufen. Na, das heißt aber nichts. Ah, verrückt von denen. Aber da sind die selber schuld. Dass die mich da angreifen. Ja, dann kommt halt. Ist egal. Ich will jetzt auch noch wissen, was hier für Materialien sind, wenn ich schon mal hier bin und schon kämpfen musste. Blitzwasser hatten wir, glaube ich, noch nie. Okay, dann hat sich das auch gelohnt. Jetzt noch in den Palast und dann zurück zur Wüste. Ja, hier ist auch niemand. Schade, also nachdem im Vulkan so viel los war, dachte ich, dass das eigentlich erst in jeder Region was zu tun gibt, aber hier in der ganzen Uguino-Einöde hatte ich jetzt nur Scheingrimmern zu rekrutieren. In Rosemonds Gemach ist wahrscheinlich auch niemand, oder? Nee. Nur fragt der Digimon, die mich angreifen wollen. Naja. Okay, gather up. Dann gehen wir erst in die Stadt zurück und von dort aus dann wieder in die Wüste. Aber erstmal schauen wir, was die Digimon machen. Ich denke, die sind alle ins Dimensionsviertel gegangen, außer Scheingrimmon. So, Shine Grimmon ist auch im Dimensionsviertel. Naja, die sind alle dort, okay. Wohlstand bei 128, sehr schön. Na, Biomon, kannst du mir neue Autopiloten geben? Ich gehe nämlich gerade ein bisschen
pleite an denen. So, Hinterland. Kann ich mir eben noch zum Serverturm gehen? Das ist das Einzige, was uns da noch fehlt. Und ja, wenn da nichts ist. Also, was seid ihr denn für verrückte Digimon, dass ihr mich tatsächlich angreift? Okay. Headshot. Aber ein Pflaster, kann ich auch mal gebrauchen. Look at you. So, jetzt lasst mich ruhig in Ruhe. Nein. Schade. Oh, das sind die auch immer kriegen. Dann boosten die sie auch noch. Was soll's? Sie haben ja keine Chance. Also wirklich keine Chance. Bei dem halte ich jetzt schon Abstand. Verrückter. Verrückt, alle verrückt. Busbahnhof, hier sind die Bombananimon, die mich wahrscheinlich auch angreifen werden. Nö, die sind gescheit. Das sind auch nur Nanimon, keine Bombananimon, aber ist egal. Serverturm. So, ist hier jetzt jemand oder ist hier auch niemand? Da unten ist jemand, da war vorher nicht da und da oben sind halt die beiden Vidramon, aber zu dem muss ich auch noch. Gut, dass wir hier sind und ich muss nach unten. Wer könnte hier sein? Ein Dämonenlord, ein königlicher Ritter? Kaiser Greymon? Also Kaiser Greymon kann ich eigentlich nicht ohne Echse besiegen, glaube ich. Das würde mich sehr wundern. Alphamon ist krank? Wieso das denn jetzt? Oh, ich habe keine Medizin, oder? Geil. Wird es jetzt immer schwächer. Ich rede mit ihm. Ich denke nicht, dass wir kämpfen müssen. Wenn wir kämpfen müssen, haben wir keine Chance. Machen. Ich habe nicht genug Energie. Du bist ein Mensch? Ich bin Kaiser Greymon. Aus Gründen, die ich dir nicht benennen kann, versuche ich Energie zu sammeln. Diese Energie kann nicht durch verschiedene Methoden gewonnen werden, aber sie würden alle zu lange dauern. Mein Kamerad Magna Garurumon sammelt für mich Material, aber es reicht einfach nicht. Brauchst du Hilfe? Ja, ihr wollt Susanumon wiederbeleben, okay. Ein schlafender Kriegsgott. Ist die Welt in Gefahr, soll er wiederbelebt werden, um sie zu retten. So heißt es zumindest. Aber eine unbekannte Macht blockiert die Energie, die ihn wiederbeleben soll. Also müssen wir Susanumon anders wiederbeleben, mit gesammelter Energie. Ich habe einen Weg gefunden, die Energie zu gewinnen. Ich brauche Objekte von dir, die ich zu Energie machen kann. Okay. Oh, ich füllt noch Holz, Wind und Erde. Eva vom Dornenpalast? Hättest du das nicht vorher sagen können? Am Vormittag soll ich den pflücken, okay. Richtige Sonderwünsche hier. Jetzt will ich noch eben zu den da oben gehen und gucken, was mir das noch bringt. Und dann, ja. Müssen wir mal gucken. Das Wasser lasse ich jetzt mal da liegen. Rein kann man da ja auch nicht mehr. Hier gehe ich noch eben dran. Ist aber nichts Besonderes drin. Na gut. Ja, du hast unsere Bedingungen erfüllt. Naja, aber du hast keinen Platz im Inventar. Wieso das denn? Diese Nüsse brauche ich nicht. Das vielleicht doch. Okay, ein paar Chips. Und was jetzt? Ja, okay, jetzt gibt es nichts mehr. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Mich nicht beschweren.
Nochmal zurück in die Stadt. Erreicht haben wir jetzt zwar nichts, aber naja. Ich werde ins Krankenhaus gehen und gucken, dass Alphamon gesund wird. Und dann würde ich eigentlich noch versuchen, was zu erreichen. Ich hoffe, das klappt auch. Ah, und da sieht man mal, dass das Restaurant fertig ist. Okay. Ja. Schöner Ausklang. Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn wir irgendwo anders Erkundungen anstellen. Okay. Bis dahin, alles Gute.